Herzlich willkommen zum Gadget des Tages hier bei Pearl TV. Und es dreht sich alles um den Valentinstag, um das Thema Liebe. Was kann man da schenken? Was schenkst du normalerweise, Carsten? Wenn ich das jetzt verrate, dann ist ja die Überraschung tatsächlich für den eigentlichen Valentinstag weg. Aber ich mag es ehrlich gesagt recht romantisch. Und gerne darf es auch mal etwas verspielter sein. Der 14. Februar, traditionsgemäß der Tag der Verliebten. In wenigen Tagen ist es soweit. Und wenn man da vielleicht noch auf der Suche ist nach einem außergewöhnlichen Geschenk, vielleicht auch nach einer außergewöhnlichen Geschenkverpackung, wird man in dieser Sendung sicherlich fündig werden. Denn es gibt Gründe, warum ich hier gerade diese Rose in der Hand halte. Ich möchte nicht gerade auf die Knie gehen, dafür bin ich ein bisschen spät dran. Aber so etwas ist doch zum Verschenken schon mal auf jeden Fall ein Hingucker, oder? Ja, es werden ja gerne Rosen verschenkt oder Blumen generell. Die sieht ganz toll aus. Sie kommt in dieser tollen Verpackung zu Ihnen dann nach Hause. Und zwar haben wir hier ein Zweierset. Mhm. Aber das sind ja keine normalen Rosen in diesem Zweierset, sondern es handelt sich hier um Wäsche. Und zwar um ein Set aus BH und einem Slip. Die kommen wirklich so schön zu Ihnen nach Hause. Das ist was ganz, ganz Besonderes, wenn ich mir das angucke. Ganz, ganz toll verpackt. Und es ist halt keine Rose, die verwelken kann, sondern in diesen Blüten oben, ich zeige sie mal, da versteckt sich ein BH und ein Slip. Das ist ja wirklich verrückt, und das oder? Ist auch der Grund, warum ich hier im Bademantel stehe. Ja. Falls Sie sich schon gewundert haben und gedacht haben, warum steht die da Gottes Willen im Bademantel? Weil ich habe das schon mal angezogen. Und ich kann so ein bisschen was zeigen. Das ist wirklich ganz süß. Das ist so ein bisschen rote Spitze. Ich zeige sie mal da. Da sieht man das so ein bisschen. Ganz, ganz süß. Leicht durchsichtig mit dieser tollen Spitze hier. Das ist ein BH, der passt sich auch sehr gut an. Ist zum Binden gemacht. Ja. Das bedeutet, er passt dann auch für die unterschiedlichen Brüste. Also A super. B super, selbst ein C-Cup bei mir passt noch super rein, kein Problem. Und auch der Slip ist sehr, sehr elastisch. Da wird auch Ihre Liebste toll drin aussehen. Und das ist doch mal ein kleines, süßes Highlight hier. Die Unterwäsche hier in dieser Blüte. Ja, und wie das jetzt gemacht wird, können wir uns jetzt auch mal anschauen. Das heißt, man hat hier also wirklich mit einem Gummibändchen fixiert. Moment, ich muss das kurz abmachen hier. Den Slip und den BH. Ich kann es einfach so rausziehen, oder? Kaputt machen kann ich da nichts. So, da haben wir es. So, das heißt, wir haben in der einen Rose den Slip und in der anderen Rose den BH. Was ich natürlich jetzt hier erwischt habe, das ist der BH. So sieht das Ganze aus. Wir haben es gerade bei dir schon im Dekolleté gesehen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns gerade nur über die Cupgröße und nicht über den Umfang unterhalten haben. Das heißt, der wird hier einfach nur gebunden. Das heißt, der Umfang ist eher zweitrangig. Für ein A, für ein B oder für ein C-Körbchen ist der also wirklich absolut perfekt. Der ist schön hier. Ein sündiges Rot, schön verführerisch. Passt zum Valentinstag, vor allem so süß hier mit der Spitze, weil ich habe den ja auch an. Das sieht wirklich ganz toll aus. Das ist so ein bisschen durchsichtig mit der Spitze hier gehalten. Das ist wirklich dann Schönes. Das sieht ganz toll aus. Ist halt was Verführerisches. Und ich glaube, wenn man diese Rosen jetzt, dieses Set hier bestellt, 4,66 €, das Zweier-Set mit dem Slip und dem BH, wenn man das dann vielleicht abends noch als kleines Highlight einfach auf das Kopfkissen legt, der Liebsten. Und die kommt dann abends noch mal ins Bett nach dem ganzen langen Tag. Und da liegen dann diese beiden Rosen und die denkt sich auch, und dann macht die das auf und schaut sich das an und sieht halt diese tolle Wäsche. Das ist nochmal so ein besonderes Highlight. Ich finde das sowieso sehr schön, gerade zu ganz besonderen Anlässen noch ohne weiteres mal Wäsche zu verschenken. Warum denn eigentlich nicht? Ich sag mal, wir Männer, wir haben natürlich auch was davon. Hast du da in der zweiten Rose auch nochmal den Slip, dass wir den auch nochmal zeigen können? Es ist natürlich sehr sündig, es ist etwas verführerisch, es lässt doch ehrlich gesagt mein Kopfkino anspringen hier, aber es ist einfach mal eine schöne, eine romantische Geste, passend natürlich zum Valentinstag am 14. Februar. Und Kathi zeigt uns jetzt ganz kurz, wie das mit dem Slip aussieht. Auch der quasi von der Größe 36, eine 38, auch eine 40 wäre ohne weiteres noch tragbar. Ja. Das ist ein String-Tanga, ne? Genau, das ist ein String. Wir sehen ihn hier. Ja. Der passt sich auch perfekt dann Ihnen an. Und der sieht auch ganz toll aus. Und hier, wir können es auch nochmal zeigen, wirklich hier mit dieser durchsetzten Spitze. Hier sind diese kleinen Rosenelemente drin. Oben noch so ein bisschen mit Spitze gehalten. Das ist wirklich was ganz Schönes, ganz Besonderes. So trägt sich auch sehr gut. Ich bin total begeistert. Also ich habe es ja selber an. Und es sieht wirklich toll aus. Es trägt sich gut. Hier sehen wir schön dieses Rosenmuster hier nochmal. Cool. Auch in dem Slip halt. Also ganz, ganz schick. Was Schickes für dann den Valentinstag. Stehe ich hier heute ganz mit romantisch. Mit einem roten Spitzen-BH und das mit diesem Dekolleté, der Knaller, oder? Und das für 4,66 €, die NC 8047 und die 569. 14. Februar ist Valentinstag. Greifen Sie zu.